loot so viel es geht, immer auch um zu verkaufen, auch wenn viel nicht für mich ist. Okay. Egal, rein da. Boah, bitte speicher. Ich hab den Boss geschafft. Den Boss geschafft, hey. Geil. Yes, I got it. Ohne Umskillen, ohne nichts. Einfach Main. Cheers. Hab den Boss geschafft. Sehr, sehr geil. Beste. Das war wild. Das war wild. Boah, aber zum Glück noch geschafft hier. Jetzt schauen wir erstmal, ob der Boss irgendwas Geiles gedroppt hat für mich. Das sind irgendwelche Dinge, okay. So. Schwert 40. Meins hat er schon 78 hier. Kann der nichts Gescheites droppen? Erhöhte Heilwirkung, Freeze Rate, Multiplikator, kalter Widerstand und die Gesundheit. Ich müsste. Warte mal, der ist. Der ist 14. Ich jetzt hier tausche. Nee, ich kann ja nicht das mit dem. Habe ich mehr Gesundheit, aber. Was fehlt denn dann? Weniger Crit. Ne, weniger Vitalität, Gesundheitsregeneration, 2 Int und 23 Gift Resistance. Dafür 47 Crit, 14% erhöhte Heilwirkung und Free Trade. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Und wenn ich gegen den tausche? Es vergleicht er, glaube ich, nur mit dem einen. Ach doch, jetzt vergleicht es mit dem anderen. Plus Elementarwiderstand 150 Betäubung, minus Vitalität, minus Gesundheit. Ich habe da 2 Int und 23 Gift. Und 4 Vitalität und 3 Gesundheitsregeneration. Ich verliere schon hier Gesundheitsregeneration. Minus Rüstung, minus Int. 3% Gesundheit verringert. Dafür plus Ausdauer, plus erhöhte LP-Regeneration und ausreichende Vitalität. Da weniger Leben. Nahkampfschaden. Erhöhte Bogen, ne, brauche ich nicht. Nahkampfschaden, Zauberschaden. 56 gegen, nein. Zweihand, 64 Nahkampfschaden, nein. Drei, komm, was ist das? Ist das Offhand oder was? Kommandanten Runenstein. Nekrotischer Widerstand, Vitalität, aber der weniger Rüstung, Ausdauer, Ausweichwertung verringert der Diener. Rüstung, Ausdauer, okay. Das ist Primalist-Relikt. Das weiß ich nicht genau. Ach so, das ist Offhand. Ach so, okay, dann kann ich das ja alles verkaufen hier. Na gut, das können wir dann verkaufen. Ich weiß nicht genau. Wird schon passen. Was hat denn der hier alles? Zerstört einen Gegenstand und gewährt eine zufällige Anzahl von Affix-Splittern mit seinen Kräften. Ja, da habe ich auch irgendwas gelesen. Man kann irgendwie irgendwas kaputt machen für was anderes. Aber ich habe noch nicht genau gecheckt, was zu was. Hier steht nur, zerstört einen Gegenstand und gewährt eine zufällige Anzahl von Affix-Splittern. Fünfundvierzig ist das Ding. Jo. Weniger Ausdauer, aber dafür Ausdauerschwelle. Ich weiß auch nicht, was die Schwelle genau ist. Ausdauer, Ausdauer, Schwelle. Chance auf Blutung bei Treffern. Das ist dann minus Giftding, minus das. Primalist, das ist aber. Ist das gut? Ich kaufe das mal. Und leg das mal. Achso, ist das für Primalist? Ja, wenn auch ein Depp. Ja, vergiss ich das. Für Primalist hat mir nicht nur alles angezeigt. Meins hat wenig mehr Ausdauer. Das ist 37, das ist 42. Erhöht Schaden. Ist das für mich?
Crit. Na, auf jeden Fall viel, viel weniger Gesundheit. Jo. Gürtel nur 3 Slots, 70 gegen 78. Dafür Multiplikator Kritstreffer. Ich brauche aber auch Zauberschaden. Ich glaube, hier ist nichts für mich so richtig. Okay. Inventar leer, dann. Dann auf geht's zu den Dingern hier. Dann bleiben wir erstmal so mit dem Skill. Wäre halt cool, den Skill so als Profil speichern zu können. Und dann, keine Ahnung, zahlt man 100.000 Gold oder 10.000 am besten. Und dann ist es einfach Profil wechseln, weil ich muss jetzt jeden einzelnen Talentpunkt zurück machen und dann wieder Geld zahlen. Irgendwie. Stay safe. Verzeih mir nur, ich habe keinen Zeit, mit dir zu sprechen. Bis auf bald. Aber hier ist doch... Stay safe. Die ist doch eine Questgeberin. Stay safe. Also laut dem Ding. Take a load off. Offizielle Bezeichnung, lebe wohl, hä? Okay, das sind Quests für später vielleicht. Ich bin bereit, gehe an Bord des Schiffs nach irgendwas. Also ich darf mit denen nicht sprechen? Okay. Hier ist noch Lillards Turm. Geh an Bord des Schiffs. Will ich den nicht zuerst den Turm machen? Ah, hier ist auch wieder. Sind auch wieder Quests. Side-Quest hier, alles in Ordnung. Jawohl, machen wir. Bla 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 bla, ja. Wie lang denn noch? Sprich mit. Okay. You would have to ask someone more knowledgeable to hear more. So, immerhin kann man hier in der Stadt auch die Fähigkeit nutzen zum Porten hier. So, hier hat man das Ding und hier steht Reise nach Majelka oder so. Oh, die ist ja größer, die Stadt. So, hier ist irgend so ein Schlangenviech, danke dir. Okay, gern geschehen. Reise zur Kreuzung. Ja, da muss ich die 2 Quests machen. 53. Wo war das jetzt mit der anderen Quest hier? Also hier sind Main- und Side-Quests. Ich habe das noch nicht ganz gepeilt. 15 Gebiete. Wo ist das mit dem Turm? So, hier. Ich bin ja ganz woanders. Das ist... Machen wir zuerst das mit dem Turm. Komm, hab Bock. Machen wir das mit dem Turm als erstes. Die Main Quest, die kann man ja gar nicht... Die kann man ja gar nicht wegmachen da. Die Main Quest. Das ist ja verrückt. Aber klar, damit man immer die Main Quest in Sicht hat und nicht verliert. So, wir sind Level 56 und der Char ist komplett alleine. Und zum Glück haben wir den Boss gestern noch geschafft. Sehr, sehr geil. Dann haben wir den hinter uns. Und ich muss nicht umskillen. Weil extra für den Boss umskillen wäre doof. Und zum Glück habe ich meine Fähigkeit eh. Das weiß ich leider nicht. Ja, ich auch nicht. Zum Glück habe ich meine Fähigkeit eh gecheckt. Ich halte die... Das Krasse ist halt nur jedes Mal auf 33% HP E. Und ich muss das halt anlassen. Also kämpfst du immer mit 33% HP die ganze Zeit. Das ist halt auch wild. Ich frage mich halt, was das hier ist. Einfach linke Maustaste gehen, oder? Ist das, schätze ich mal. Okay, dann machen wir weiter in der Story. Da sind wir hier. Genau, wir müssen zur Kreuzung. Wir sind bei... Also ich muss sagen, eine super Entscheidung, das Spiel.
Gefällt mir bis jetzt also besser als alles andere. Das beste Hack and Slay, was ich je gespielt habe. Ich habe nicht viele gespielt, aber bis jetzt gefällt mir das am besten. Und die Wahl war zwischen Pacific Drive und dem. Gigantische Entscheidung. Gigantische Entscheidung. Auf geht's zur Kreuzung. Inventar leer. Okay, habe ich ja noch aufgeräumt. Wunderbar. Gigantische Entscheidung. Yes. Und wenn ich ein Spiel am meisten feiere, dann sind am wenigsten Leute da. Ist wie immer. Darauf mal Cheers auf Earl Grey. Wenn mir was am besten gefällt, kann ich es am wenigsten teilen. Thumbs up. Okay. Gehen wir erstmal zur Sidequest. Oha, und direkt in die Fresse bekommen hier. Direkt in die Fresse bekommen, ohne. Oder ich muss das mal so anlassen. Ich muss das angewöhnen hier. Ich muss mir das angewöhnen. Macht schon gut Schaden. Ich darf halt nicht nochmal E drücken. Ist krass, wie sich das Spiel verändert hat. Ey. Nur wegen dem einen Spell, ne? Wahnsinn. Schreien, bla, okay. Betritt Liliats Turm. Liliats Turm Kreise, warte. Hatons Götze. Ist das einfach wieder zurück, oder was? Dass sogar so kleine Möpschen können mich hier töten, wenn ich die Fähigkeit nicht anhabe. Wie heftig das der Playstyle immer wieder ändert hier mit jedem Wechsel der Fähigkeit. Wäre noch geil, wenn diese AOE Fluch drauf machen würde. Das wäre noch Beste. Ich check nicht ganz, was das Ding von mir eigentlich will hier mit diesem. Nach unten. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass da eine Kiste ist. Nach unten ist das. Oh, guck mal, was ich da habe. Großknochengötze. Was Grünes. Durch Knochenrüstung gewährte Rüstung. Oh, das ist natürlich stark, denn ich habe ja die Knochenrüstung. Kann ich mich nicht gleich zum Tempel portieren? Wo ist denn der? Majeka, hier ist Hatons Götze. Nicht, dass der mich jetzt über 20 Welten irgendwo hinleitet. Ah, hier. Okay. Da. Passt ja. Ja. Wow. Hat sich gelohnt,
Was ist denn eigentlich das hier? Ich habe eigentlich Bock, zuerst die zu machen, bevor ich die Story weiterführe. Das Mikrofon so gut hier? Ich hoffe mal. Mal, der Sound ist nicht so arsch. Ich habe das versucht, so gut wie möglich einzustellen. Ich habe die Erlaubnis, den Turm zu betreten. Okay. Was ist denn der Turm? Ist es eine INI oder was ist das genau? Finde Liliat Arbeitszimmer. Wie jetzt? What the fuck? Dass ich ein Arbeitszimmer finde, wo bin ich denn hier? Ein scheiß Arbeitszimmer, wie war das? Sieht aus wie mich wieder so wie eine Boss-Area. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt hier mit der Steuerung und allem. Bin ich gestern besser. Wow, ich hab mich einfach irgendwo hingeportet. Wieso gibt es denn 1000 verschiedene Portstationen? So, okay, hier habe ich. Wunderbar. Bring jetzt Bücher nach Tetima. Und irgendwelchen krassen Loot hier bekommen? Nee, oder? Diener Ausweichwertung erhöht Mana. Mehr Dienerschaden. Und weniger Gesundheit. Nehme ich auf keinen Fall. Hier, verkaufe ich einfach alles hier. Komm. Loot mal noch. Schade, dass man X gedrückt halten muss. Nicht einmal X drückt und fertig. Im Video hatte ich gesehen, dass jemand einmal X gedrückt hat und es war da. So. Dann geben wir den Schmarrn mal hier ab. May I help you? Passt. Farewell. Die darf ich echt noch nicht annehmen, oder? Das kommt ja dann anscheinend später. Zack, zack. Wo? Hier. Da, dann gehen wir nochmal zur Kreuzung hin, okay. Gut, dann noch mal zur Kreuzung. Und dann gehen wir hoch. Toll. Hat sich ja voll gelohnt hier. Hat sich ja voll gelohnt hier. Dahin zu biegen. So, wann kriegt man denn diesen Bro, der für dich lootet? Oder war das echt nicht in dem Spiel? Sollte man keine Miezekatze kriegen, die für einen lootet oder irgendwie? Oh, hier ist irgend so ein Elite-Fuzzi. Was ist das für eine Fähigkeit hier? Sand in your face oder was? Schon wieder irgendwo hin oder wie? Achso, ich wollte da nicht die Items verkaufen, aber ich habe eh nicht so viele. Hauptsache mit Low Leben kämpfen. Wichtig, wichtig. Immer mit 30% Leben kämpfen.
Das ist schon manchmal Psychose, sage ich euch. Aber nur dann mache ich halt Schaden. Nur dann mache ich halt Schaden. Ich muss gleich mal meinen Tee wegtun. Ich sitze hier gerade so komisch. So, was erwartet mich jetzt hier? Was erwartet mich jetzt hier? Noch ein Boss? Irgendwas Krasses? Nee, noch nicht. Aber irgendwelche komischen Engel hier. Und diese nervigen Typen aus der anderen Ini da. Aus dem Tempel, aus dem Loch. Kehre zurück? Achso, fertig? Irgendwas habe ich gemacht und... Und ich habe die Quest fertig. Warte, ich muss noch diese Sidequest annehmen. Hallo, 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 ja, Schuppenhaus, ja. Habe ich. Machen wir gleich. Erstmal gehen wir die Mainquest hier ab. Zack. Plan, Schuppen, ja, 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 ja. Okay. Ja, das hat eine Menge Spaß gemacht, mit ihnen zu reden. Hier, wir müssen eh über den trockenen Fluss, ausgetrockneter Fluss und dann zur strahlenden Düne. Also passt, haben wir die Sidegeister mitgenommen. Ich habe hier nichts, was Nahkampf 46, nee. Nichts, was besser ist. Nahkampf 78, 67, oh. Fast wie meins. Teilweise sogar besser, ein bisschen Magieschaden. Lass uns mal die Götze. Warte, ist das so eine für mich? Knochenrüstung, gewährte Rüstung. LP-Regeneration, Chance auf Gift bei Treffern. Ich müsste das hier so hin tun. Vitalität. So. So. Und jetzt. Oh, ich habe hier oben noch Slots frei. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, da muss ich mal schauen, was ich da noch hin tun kann. Zumindest muss ich jetzt nicht extra wegnehmen. Ich hätte auch einfach das hin tun können. Isadoras Grab, wirklich. Ich glaube, das Ding ist gut. Das habe ich irgendwo gesehen als gute Rüstung. Oh, Alt-Tab ist noch nicht ready. Das habe ich irgendwo gesehen als gute Rüstung. Das ist der Gürtel, gell? Ne, hier ist er nicht, aber hier vielleicht. Ne, hier. Es ist halt echt wild, dass es vier Lich-Builds gibt und ich habe den einzigen, der Melee ist, aber das wollte ich ja so. Keine Ahnung, ich finde es jetzt eh nicht. Ja, dann verkaufe ich den ganzen restlichen Mist. Was war das hier? Okay. Das sieht immer so gut aus, aber ist doch ein Müll. Hier, der da. Okay. Wünschte ich, wäre mir bei dem ganzen Upgrade-Dinger sicherer, was ich nehmen soll. Wieder irgendwie so, ob ich das erste Mal spielen würde. Ganz verrückt. Bin noch gar nicht warm hier. Das sind so scheiß Brutnester. Da kommen die scheiß Viecher raus und natürlich schießen die Range. Why not? Whoa. Aber der Bosskampf war echt legendär vorhin. Der war echt legendär, der Bosskampf vorhin. Einfach nach dem Bosskampf so geschwitzt, dass ich danach duschen musste. Direkt anderes Outfit. Kranke Scheiße.
Kranke Scheiße. Oh, was ist das? Oh, normales. Normale Gestalt, wollte ich sagen. Konnte gerade das nicht aussprechen, weil ich mich hier gegenheilen musste. Ich krieg ja zum Glück Schild, wenn ich die Gestalt habe. Also wenn ich es drücke. Ich habe zwar wenig Leben, aber ich krieg Schild. Und wie viel schneller das in der Gestalt ging eben. Einfach zehnfacher Schaden in der Gestalt. Hä? Ich wollte gerade sagen, Leveln dauert lange, aber es geht einigermaßen. Wir haben ja schon wieder fast halbes Level. Schon wieder fast halbes Level hier. Boah, ich sitze so viel besser, anstatt so gerade vor dem Mikro sitzen. Kann ich mich nur so mikro bewegen und links, rechts, damit ich ja das Steißbein nicht da aufstütze. Das ist schon zehnmal besser mit dem Mikrofon da oben. Wenn das Sound ein bisschen leidet, Gesundheit ist mir da wichtiger. So, sonst kann ich ja gar nicht sitzen. Diese Spuckviecher, hä? Und immer dieses beschissene Gift hier. Warte, wenn ich es aushalte, kann ich den porten. Jawohl. Noch mehr Range wird es wieder. Naja, ich muss ja auch theoretisch hauen. Finde einen Weg um die Barriere. Ja. Probieren wir. Muss ja auch hauen, um mich zu heilen. Ist ja auch so ein Ding. Immer noch viel zu sehr schaue ich auf die Tasten, was ready ist. Boah, zum Glück gibt es hier so ein Port-Ding. Bei dem Bossraum war das schon krass, mich nochmal komplett durchkämpfen zu müssen. Was ist denn das hier? Aber ein normales Stück Holz oder was? Einfach baiten lassen, das Holz rein. So, morgen ist halt wieder Wiegen dran. Morgen sind es jetzt 4 Wochen. No Food Challenge ist immer noch am Start. Oder der No Food Fieber bei mir. Wird auf jeden Fall bis in März rübergehen. Dass ich mein Traumgewicht erreiche. Und meine Fettleibigkeit los werde irgendwann. Mal schauen, wie viele Monate ich brauche. Von mir ist nämlich doch in April mit rein. So, oh nein. Oh nein, so ein scheiß Elite. Vielleicht kriegt es jetzt besser hin mit der Gestalt und dem Ding. Halten immer so crazy viel aus. Okay, ist der verbuggt oder was? Das ist ja geil. So kann ich ihn gut unter Druck setzen. Ja, mit der Fähigkeit richtig gespielt, so easy war das noch nie. Ich muss nach unten. Aber ich könnte mich ja, also ich meine, no joke, ich könnte mich ja reinblinzeln in die Barrier. Ich könnte mich ja touristisch einfach reinblinzeln, oder? Also, hier. Ich kann mich normal durch alles durchblinzeln. Aber die Quest sagt, nee, du musst einen Weg drumherum finden. Mir natürlich wild für eine Klasse, die sowas halt nicht kann, ist ja klar. Oh, das ist ein spezieller. Oh, HP, 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 HP. Gestalt. Klappt. Der Schaden rein. Komm. Die DPS hard, guys. I can do it. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für eine Range? Was ist das für ein Spell? Euer.
Soll man da rein oder was? Ist das schlimm? Ich bin ja gegen Hallen. Boah, ich hätte da drin bleiben sollen. Ich dachte, jetzt kommt so eine ultimative Fähigkeit, die mich einfach tötet. Einfach mit Gegentränken, sein Gegengehalt. Was geht, LG? David noch beim Start. Hey, ich habe das Game auch returned. Also, no joke, aber weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt eh nicht fahren. Steißbein fickt rein und vielleicht gibt es ja irgendwann mal günstiger und Content war jetzt auch nicht der Bringer. Ich hoffe, er wird angenommen, weil ich habe ja schon Playtime 5 Stunden, aber müsste eigentlich klappen. Ich habe halt auch dazu geschrieben, für das Geld zu wenig Content und Performance ist auch scheiße, von daher. Mal gucken, ob es klappt und dann kann ich mir für das ein anderes holen. Hey, gut, dass du mich auf die Idee gebracht hast. Ich hab das schon längst verdrängt. Aber ein 30er... ist das noch Early Access schon, ne? Ein 30er für Early Access und dann so wenig... Du musst dir mal vorstellen, diese Games, die wir alle zocken in der Zeit hier, die sind halt auch Early Access. Und wenn man das umrechnet auf Racing, sind es ungefähr 100 Strecken. Paul World war irgendwie gefühlt 200 Strecken. Und alles andere, was wir so zocken, hat halt auch irgendwie 100 Strecken. Das braucht noch ein Jahr. Meiner wurde zugestimmt, aber braucht... ja, das dauert 3 Tage. Nightingale hat euch ja auch geholt, habe ich bis hineingeschaut, war auch geil, war ultra, aber die Psychose mit noch einem Survival-Spiel, boom, ne. Und ja, dauert halt 3 Tage und dann habe ich mir für die Rückgabe von Nightingale das hier geholt und das war die beste Entscheidung. Hey, das ist das beste Hack and Slay, was ich gespielt habe. Oh, ich habe ja in meinem Leben auch nur 3 gespielt, Diablo 3, 4 und jetzt das da. Aber das war eine ultra gute Entscheidung. Ja, keine Heiltränke mehr. Ultra gute Entscheidung, muss ich sagen. First Death heute. So, nach dem schönen Tod probiere ich mal weiter hier. Ich muss sagen, ich kann das Game auf jeden Fall empfehlen. Wer ein bisschen Diablo mag, kann ich empfehlen. Ich habe irgend so einen wilden Titel von Maurice gelesen. Auch das ist wieder so ein stärkerer. Ich weiß nicht, war das irgend so. Was? Das war ja auch kein Clickbait. Das war irgendwie bestes Spiel oder so. Jetzt wieder so eine Elite, Alter. What the fuck? Ja, diese Spuckviecher, dieses Rain-Scheiß hier. Muss mal kurz schauen. Warte. Die nehmen wir noch mit. Das Ding ist, das Bild ist halt so gebaut, dass ich immer 33% HP habe. Immer. Ich muss mit 33% HP kämpfen. Das ist halt wild. Was ist denn hier eigentlich? Aber ich muss dahin. Jo, jetzt schaut's wieder dunkel aus. Ich mag nicht diese dunklen Gegenden gar nicht. Ich mag ja die schönen, gemütlichen, hellen. Und direkt von der Wüste. Direkt von der Wüste herzukommen, ist halt schon wild. Ist halt schon ein heftiger Unterschied. Na, guck mal. Far too much to do right now. Dieser Akzent ist ultra. So, irgendwie nach unten. Oh, nach unten geht's gar nicht, Leute. Ich bin hier und muss dahin. Ach, es gibt 2?
Wegpunkt gesperrt. Es gibt alle Quests führen dahin, oder was? Aber ich komme ja von hier. Ich bin jetzt... strahlenden Dünen, ja. Aber ich glaube, ich bin noch da. Ich muss, glaube ich... Ich bin in so eine kleine Höhle, so eine Art Keller, oder? Lass mal schauen. Das stimmt, was ich so sage. Was ist denn das für eine Maschine hier? Lass mich mal kurz checken, ob ich noch hier hin muss. Nee, gell? Nee, muss ich nicht. Das war, hatte ich ja noch nie, dass ich mal so einen kurzen... Es gab ja noch nie so einen Nebenraum, so eine Art Keller halt. Gab's ja noch nie. Das ist ja geil. Das kann sein. Not take me. Bin ja gespannt, ob es so cool Level gibt. Lui. Okay, es sind irgendwie sehr, sehr viele Elite hier. Oh, das schaut schon episch aus hier, dieses Ding hier. Das ist irgendwie so ein riesen Tempel. Und das ruft doch nach einem Bossfight. Ich hoffe, wenn ich so einen Boss habe, wo man sehr, sehr viel moven muss, wo auch ein bisschen Melee nett ist. Change is coming. He's coming. He's coming. He's here, has no fear. Gex is back. Ein Schwein! Hm? Interessant, interessant, jawohl, schön. Oh, mehrere Sidequests hier zum Abgeben. Gut gemacht. Das ist auch gleich der Händler gewesen, was ist das? Hm? Ja, 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 ja. Aber immer noch nicht gelevelt. Das ist krass. Feuerbeständig für verringert Flugschaden. Was verringert Flugschaden? Okay, verringert physischen Schaden. Habe ich ja richtig gewählt. 3 Trankslots, 5. Ich versuche mit mehr HP irgendwie rauszukommen, aber schaffe ich irgendwie nicht. Die Dinge hier rein. Oh, was ist das? Mehr Rüstung, mehr Ausdauer. Ich habe mehr Gesundheit und Elementarwiderstand. Ich hätte gern Nahkampfangriffgeschwindigkeit ist schon okay. Das ist schon okay. Dann können wir Rest verkaufen hier. Can I help you? Stay safe, traveler. Bleib doch hier stehen. Can I help you? Safe, traveler. Einkaufen. Ich habe jetzt so viel Kohle. Muss ich diese Dinger kaufen hier? Rune des Zerschmetterns. Zerstört einen Gegenstand und gewährt eine zufällige Anzahl von Affix-Splittern. Ein Slayer? Ja. Ah, hier. Diese komische... Achso, ich das. Ach doch, das ist schon eine Schlange. Ich dachte schon. Sagen diese komische Schlange. Ja, der war auf dem Balkon. Bla, 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 bla. Not sure if we can trust. I trust you. Dankeschön. I trust you too. Ja. So, warte hier, da. Ja. If you're looking for a little detour before you dispose of the guild leader, diese Akzente sind ultra. Bring me his head, of course. Bring me his head, of course. Ja. Würde, wer verstehe, würde, ja. Okay. 2 Sidequests hier.
Einmal zur Oase und Mainquest, das Unterbezirk von Majelka. Okay, machen wir erstmal das dann. Wie ich dann so vor... Achso, ja gut, ist ja klar, wenn ich die Taste drücke, habe ich ja eh so low HP. So, ich denke mal, ich sterbe fast aber, ja. 33% HP mit der Taste, easy. Ja, erstes Level up heute. I am firing it. I'm a fire. Hey, der ist immer noch am Leben? Ich denke mal, das ist ein grünes Item, so ein Setteil, aber das ist eine Götze. Heilwirkung, Nekrotischer Widerstand. Ja, zack, packt man gleich da rein. EZ. Easy, pack mal da rein. Die Explosion macht doch gut Schaden, wenn da kein Ding drauf ist. Wenn da kein Fluch drauf ist. Die Sense macht dann keinen Schaden. Wird auf jeden Fall mehr verschiedene Spells noch probieren wollen. Das Ding ist, man muss da halt komplett umskillen jedes Mal. Da keinen schnellen Weg. Yo, Hauptmann kann gar nichts. Loser. Loser. Der Schuppenmann. So, hier müssen wir lang. Das war nur eine Sidequest hier. Ah, der ist ein harter Junge. Aber erst wenn es hart ist, das macht am meisten Spaß hier. Aber nicht immer. Boah, die kassieren. Okay. Sie ist drastisch in die Höhe gegangen auf einmal. Jo, normale Gestalt. Irgendwas Gutes. Handschuhe. Ausweichwertung, Nahkampf, Angriffsgeschwindigkeit, Chance bei Treffern. Hass zu erhalten, kannst keine kritischen Treffer. Du kannst keinen kritischen Treffer erzielen. Tempo ist eine... Wie? Was heißt denn das? Ich kann keine kritischen Treffer erzielen. Das ist strange. Mal hier rein und... Ich kann nie wieder... Tempo ist eine ganze... Wie? Ich kann keine... Verringert deine RP zugefügt Schaden 60%. Kann ich nie wieder Crits erhalten? Ist das der Debuff von so einem Legendary oder was? Kann ich nie wieder critten? Verstehe das nicht ganz. Das heißt, ich kann. Ich meine, wenn ich es auf Englisch stelle, verstehe ich auch nicht viel mehr, denn es sind einfach spezielle Griffe, da habe ich keinen Peil. So ein bisschen, wenn es heißt Hello, how are you? Das verstehe ich ja dann noch. Aber diese speziellen Begriffe sind manchmal wild. Gestern, als ich kurz gespielt habe, habe ich mich irgendwie so gefühlt, als ob ich das Abias einfach könnte mit der Steuerung. Aber heute bin ich wieder so wie early, wie am ersten Tag.
Was ist denn hier jetzt schon wieder gedroppt? Achso, das war irgendein Splitter. Ja, ich nehme mal Heiltrank, weil ich Angst habe, aber eigentlich mache ich mehr Schaden, wenn ich weniger HP habe. Human Find Eternity. Was ist das? Ist das so ein Ding? Und ich freue mich halt auch schon auf weitere Chars. Das Ding ist, ich habe ja den Char komplett unabhängig gemacht, ne? Ich kann halt von diesen Chars nicht profitieren, weil die scheren sich ja eigentlich auch die Splitter und alles. Die Frage ist halt auch nur, wenn der Char komplett unabhängig ist, muss ich dann auch die Main Story nochmal machen, gell? Normalerweise heißt es, dass die Twinks die Main Stories nicht nochmal machen müssen, aber ich glaube, wenn der Char komplett unabhängig ist, dann schon. Aber ja, dann machen wir das halt, ist ja egal, oder? Dann machen wir das halt, ist ja wurscht. Im Endeffekt ist es sowieso nur rumlaufen und irgendjemand kloppen. Ich mein, was soll's? Den schafft man noch so. Ja, den schafft man noch so ohne die Gestalt. Sehr, sehr viele Splitter gibt es hier. Und ich frage mich gerade, wann muss ich denn umschalten auf den finalen Loot? Wann muss ich umschalten auf den anderen Bild? Also bei dem Filter meine ich jetzt. Weil ich ja doch jetzt lang... Gut, ich glaube 70 ist Endding, oder? Ich brauche ja ein komplett anderes Gear für das Endgame, habe ich gesehen. Aber das kriege ich dann beim Monolith oder sowas. Ich habe da nicht ganz genau gecheckt, was das ist. So ein bisschen überflogen das Ganze. Das ist irgendwie... Du tust das irgendwie spielen, dann schaltest du irgendeine gewisse Zeit rein. Dann kannst du das halt dann öfter spielen oder deine andere Zeit oder irgendwas wählen. Kein Plan. Muss ich dann erstmal selber herausfinden. Oder schau mal 57 YouTube-Videos an. Denn das heißt, das darfst du nicht falsch machen. Hier die Top 10 Tipps für den Anfang. Mach das nicht falsch. Ich habe alles davon falsch gemacht. Aber so entdeckt man das halt schon. Selbstständig einiges. Aber krass, dass ich diesen Spell komplett falsch genutzt habe. Das habe ich dann schon im Guide gelesen. Oh, hallo, machst du mir auf? This will be fun. Oder? Ist das der Typ, mit dem ich ihm gesprochen habe? Der wollte mir nicht reinlassen? Dann habe ich ihn verprügelt? Habe ich den Portpunkt hier gefunden? Eigentlich nie, oder? Aber hier ist der Portpunkt. Okay, gut. Eternity. Wann skill ich denn? Oh, wieder so ein Keller. Aber die lassen mich natürlich nicht den Keller so looten for free.
Nee. Aber ich muss ja doch da... Hä, ich muss wieder dahin oder was? Warte. Was habe ich denn hier nicht gemacht? Finde das Versteck, suche die Oase, suche den Kontakt und kehre nach Dings zurück. Aber irgendwie meint er, dass ich hier nochmal hin soll. Irgendwie meint er, dass ich hier nochmal hin soll. Warum, weiß ich auch nicht genau. Hier ist ja nichts mehr. Siehst du dir? Das Ding ist, dass ich hier nochmal hin muss. Was soll ich denn da machen? Hier. Vielleicht nochmal gleich schauen, was da steht. Okay, das ist die Quest, das ist die Hauptquest. Findet das Versteck des Schuppenbahn-Gildenanführers. Das ist doch die Hauptquest, ne? Hier ist es Schuppenbahn und Wüstenschatz. Wüstenschatz, suche den Kontakt der sich in den Slums, ne? Nee. Okay, hier ist echt nichts. Finde das Versteck. Muss auch nichts nutzen oder so. Hm. Finde das Versteck. Schuppenbahnanführers. Finde das Versteck Schuppenbahnanführers. Okay, mehr gibt's da nicht. Ja, aber why? Check ich nicht ganz. Ich muss dahin, aber wenn ich dann da bin, dann geht's nicht weiter. Weil nichts passiert. Aber hier geht's auch weiter oben. Schau mal, müsste dann hier sein hier. Schauen wir mal hier. Ich mache ohne die Fähigkeit ja gar keinen Schaden mehr. Oh, habe ich ihn eingefroren? War ich das etwa? Hey, überall Gift hier. Das ist ja, was ist das für eine Area hier? Gift only oder was? Das scheiß Fliegen hier. Spockerinos ohne Ende hier. Hier. Ist auch irgendwas. Na, schau mal, muss ich gegen den kämpfen? Sieh dich um, bla bla bla. Oh, da muss ich Geld zahlen. Sieh dich ruhig um. Ich kann schlecht Angebote förmlich riechen. Ich kann akzeptieren. Was wäre denn für dich ein angemessener Preis? What brings you here? 5.000 akzeptieren. Ich hätte doch 80.000 gekriegt. Ja, 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 egal. Oh, okay. Verstehe, verstehe. 5.000, also für die Quest hätte ich...